Hallo liebe Fotofreunde, mein Name ist Siegfried Eichhorn und heute gebe ich euch ein paar Tipps zur Stegfotografie am See. Ich stehe hier am Ammersee, an meinem Spot, sage ich mal. Ich wohne hier ganz in der Nähe und habe es jetzt geschafft, früh, also wir haben jetzt 9 Uhr, zeitig da zu sein. Die Sonne ist zwar schon lang aufgegangen, macht aber nichts. Ich mache trotzdem ein schönes Foto, weil hier noch ja, leichte Nebelschwaden über den See ziehen. Und ich zeige euch einfach ein paar Tipps bei der Stegfotografie, auf was ihr achten müsst. Da macht es, glaube ich, Sinn, bei den Basics anzufangen. Erstmal schauen, dass keiner auf dem Steg ist. Also Personen auf dem Steg ruinieren das Bild, finde ich zumindest, wenn man Landschaften fotografieren will. Man soll sich nur auf eine Sache konzentrieren. Dann schaue ich zu, dass ich genau mittig auf dem Steg stehe und auch die Kamera exakt mittig ausrichte, dass der Mittelpunkt des Steges wirklich auch hier im Display super zu sehen ist. Und im manuellen Modus, mache ich das zumindest so, fokussiere ich dann vorne auf die Stegspitze. Und dann mit meiner C2-Taste kann ich schön nah rangehen und hier fokussiere ich auf die Stegspitze. So, was habe ich hier noch anzubieten? In dem Fall kann man so ein Bild jetzt machen, die Einstellung, die ihr jetzt gerade seht, da habe ich halt sehr, sehr viel tote Fläche. Ihr seht dieses Schilf links und rechts. Ich zeige euch mal das Bild, wie es aussehen würde, wenn ich das so mache. Mit einer 2 Sekunden Auslöseverzögerung. Gut, es ist schon mal gut, aber mir ist eigentlich zu viel tote Fläche da drauf. Ich könnte mir schon vorstellen, noch ein Stückchen näher ranzugehen. Und in dem Fall, könnt ihr auch mal sehen, ist jetzt hier Reif auf dem Steg. Da bewege ich mir jetzt auch vorsichtig. Ich laufe jetzt nicht einfach mal zum Spotcheck vorne wieder zurück, weil dann sieht man einfach die Fußspuren. Das wäre ein bisschen schade. Deswegen bewege ich mich jetzt mit meiner Kamera da langsam nach vorne auf 16 mm und suche mir einen Spot und weiter gehe ich auch nicht. So. Jetzt hätte ich hier noch ein kleines bisschen Schilf links, rechts. Und es sieht schon ganz, ganz anders aus hier bei mir. Der Steg ist ziemlich glatt durch diesen Morgenreif. Muss man aufpassen, dass man da nicht hinfällt. So, schön. Okay. Schaut mal, hier gibt es doch diese Querlatten. Ich achte jetzt bei einem Aufstellen der Kamera darauf, dass die Querlatten nicht irgendwie schief erscheinen. Seht ihr das bei mir? Schaut es jetzt beim ersten Mal hinstellen schon absolut gerade aus und das ist super wichtig. Und auf meinem Bild sind ja Boote zu sehen, das Boot und die Boote hier. Es macht hier für mich keinen Sinn, eine Langzeitbelichtung anzufertigen. Weil wenn ich jetzt 3-4 Sekunden belichte, dann verschwimmen die Boote. Die Boote wackeln auf dem Wasser hin und her. Und da machen Langzeitbelichtungen keinen Sinn. Deswegen habe ich jetzt nur einen Verlaufsfilter hier reingesteckt. Macht nichts anderes, außer dass er den Himmel abdunkelt. Ja, ihr seht, dass der ein bisschen eingefärbt ist und der dunkelt den Himmel schön ab, weil im Normalfall, wenn die Sonne gerade aufgegangen ist, überstrahlt ihr den Himmel sehr stark. Mit einem Verlaufsfilter brauche ich keine Langzeitbelichtung anfertigen. Ne? Stecke ich hier in meinen Filterhalter ganz nah ans Objektiv ran. Sollte reinflutschen. Dann kann man schön das Bild beurteilen. Und je nachdem, nach Gusto, schiebt ihr den weiter hoch oder weiter runter. In meinem Fall muss ich ihn relativ weit runter schieben. Jetzt habe ich eine richtig schöne Wolkenstruktur hier im Himmel. Also sieht richtig, richtig gut aus. So, jetzt habe ich darauf geachtet, nicht zu viel Schilf aufzunehmen. Ich bin nicht nach vorne gelaufen, habe diesen Morgentau drauf. Und jetzt geht es eigentlich ans Foto machen, an die Einstellungen. Ich fotografiere im manuellen Modus, wie gesagt. Fokussiere jetzt nochmal vor auf den Steg, weil ich mich ja ein paar Meter bewegt habe. Und stelle den Steg scharf, so gut es geht. Also vorne diese Lampen, die man da sieht. Das ist jetzt wirklich so ein bisschen Feinarbeit. Da kann man sie auch leicht vertun. Aber wenn man sich da Zeit nimmt und Ruhe hat, kriegt man das gut hin.
Gut, also wie gesagt, die Platten hier unten nicht abschneiden. Zur Not kann man das in der Nachbearbeitung immer noch begradigen, aber am besten ist es, wenn die Kamera horizontal waagrecht super gut steht und die Platten sind auch nicht abgeschnitten. Das ist auch nur der Fall, wenn der Schreiner hier gut gearbeitet hat. Ja. Manche Stege, die sind krumm und schief, da kann man nichts machen. Okay, jetzt zur eigentlichen Einstellung. Ich fotografiere bei Tag jetzt hier auf ISO 100, ich brauche es nicht höher. Und wähle jetzt mal wirklich eine 9er oder 8er Blende, wo lande ich, sagen wir mal, echt mal auf einer 9er Blende. Das sieht für mich jetzt in diesem Moment sehr stimmig aus. Und dann geht es um die Belichtungszeit. Ja? Was nimmt man da? Ich nehme jetzt mal das Histogramm zur Hilfe. Und ihr könnt sehen, mein Histogramm fällt jetzt nach rechts ein bisschen ab. Wenn es nach rechts abfällt, heißt es, ich habe ja sehr viel helle Bildanteile. Also verkürze ich die Belichtungszeit ein kleines bisschen auf ein Zehntel. Und dann schaut es hier bei mir schon wieder stimmig aus. Ich habe diese Wellenform im Histogramm. Und das könnte ein Anzeichen sein, dass das Bild relativ gut ausgeleuchtet ist. Ich zeige euch mal, was passiert, wenn ich die Belichtungszeit noch höher drehe. Dann wird das Bild einfach super dunkel. Und ihr seht, das Histogramm fällt nach links ab. Da habe ich sehr viel dunkle, schwarz-Tiefenanteile im Bild. Genau dasselbe ist, wenn ich jetzt halt, keine Ahnung, eine Sekunde belichten würde. Seht ihr, das Bild ist komplett überstrahlt. Da ist dann nichts mehr zu retten. Ich mache es gern so, dass ich eher ein bisschen zu dunkel fotografiere, weil die Helligkeit, die kann ich noch schön anpassen, die kann ich in Lightroom schön nach oben ziehen. Aber wenn ich zu viel weiß überstrahlte Bereiche auf dem Bild habe, das Weiß, das kann ich nicht mehr retten, das kann ich nichts mehr machen. Deswegen eher, bei mir zumindest mache ich so, eher dunkler fotografieren. Da gehe ich immer auf Nummer sicher. Und so, wenn es jetzt meine Einstellungen, ein 1/13, 9er Blende, Histogramm sieht super aus, 2 Sekunden Auslöseverzögerung. Und jetzt mache ich das Bild, allerdings ohne Kamera im Vordergrund. 2 Sekunden, boom, Bild gemacht. Das war's, Leute, mehr ist es nicht. Ja? Ich würde liebend gern wirklich auch mit einem ND-Filter arbeiten, aber dann verwackeln mir die Boote. Das macht keinen Sinn. Jetzt würde ich noch mal ein Foto machen, indem ich mich noch weiter nach vorne näher, dass ich dieses Schilf hier nicht drauf habe. Achso, übrigens, das Schilf, das kann natürlich auch bei Wind wackeln. Deswegen auch lieber eine kurze Belichtungszeit nehmen. Jetzt gehen wir noch ein Stückchen nach vorne, dass man den ganzen See hier mal ein bisschen mitkriegt und sieht. Das ist ja auch echt schön hier. So, Preisfrage. Was muss ich jetzt ändern an meinen Einstellungen? Ich habe das Stativ jetzt um 10 Meter verstellt. Richtig, den Fokus neu bestimmen. 10 Meter machen sehr viel aus, deswegen fokussiere ich jetzt noch manuell neu nach. Oder ich zeige euch noch eine Methode. Das ist auch ganz easy, da braucht ihr gar nicht manuell zu fokussieren. Ich gehe raus aus dem manuellen Fokus, gehe mal in den AFS-Modus rein. Und, das habe ich schon. Dann wähle ich mir dieses Fokusfeld Flexible Spot L aus. Ja, das findet ihr unter Fokusfeld. Und dann anhand von dem Joystick kann man auch super gut bestimmen, wohin man fokussieren will. Und in dem Fall wähle ich vorne die Spitze des Steges aus. Und dann liegt er auch relativ sicher. So, jetzt sehe ich aber, dass meine Kamera nicht ganz genau mittig ausgerichtet ist. Das mache ich jetzt noch. Das ist jetzt wirklich wieder Millimeterarbeit. Querlatten sind auch gerade im Bild zu sehen. So würde ich jetzt das Bild machen. Ich habe schön neu fokussiert. Ich muss jetzt schon wieder, weil die Sonne höher steht, wieder ein Stück kürzer belichten. Mache das Bild und tue jetzt hier die Kamera nochmal weg. Hat das Bild nochmal eine andere Bildwirkung. Ganz schön tricky hier auf dem Steg. Am Filter habe ich jetzt nichts verändert, gar nichts. Nur tatsächlich den Fokus neu gezogen. Und die Belichtungszeit etwas angepasst. Nice! Boom! Fertig! Foto ist im Kasten. Einfache Geschichte.
So, ich habe jetzt hier mein Teleobjektiv draufgeschraubt und möchte da auch nochmal den Verlaufsfilter anbringen. Und da muss ich mir mit so einem Step-Up-Ring oder Step-Down-Ring behelfen. Den schraube ich jetzt mal hier drauf, weil sonst kann ich mein Filtersystem dann nicht anbringen. Das funktioniert leider nicht. Und diese Ringe sind sehr günstig. Für 3, 4, 5 Euro oder was kriegt ihr den? Und dann kann man nämlich das Filtersystem auch hier auf das Tamron schön drauf schrauben. So, wenn ich jetzt so ein Hochkantbild machen muss, muss ich natürlich auch meinen Verlaufsfilter drehen, sonst sieht es ein bisschen komisch aus. Dann schnappen wir uns doch gleich mal hier dieses erste Boot. Und hier mache ich es jetzt genau so, dass ich einfach mit dem Joystick da auf das Boot gehe, um das Boot scharf zu stellen. Und ihr seht auch hier der Verlaufsfilter, der dunkelt mir schön den oberen Bereich gut ab mit der Sonne. So könnte das ein ganz tolles Bild werden. Gehe nochmal hier schön auf das Boot. Schauen wir uns mal die Belichtungszeit an. Am besten auch im Histogramm. Boom. Super. Gut, mit dem Foto kann ich arbeiten. Das hat was. Wie gesagt, auch hier keine Langzeitbelichtung, das geht nicht. Ich denke mal, ich werde dann morgen oder übermorgen nochmal herkommen, wenn noch mehr Nebel auf dem See ist. Vielleicht schaffe ich es auch ein bisschen früher da zu sein, weil der Hafen da hinten mit diesen vielen Segelbooten, der reizt mich extrem. Wenn ihr irgendwas mitnehmen konntet aus diesem kurzen Video, gebt mir gerne ein Like dafür oder schreibt auch in den Kommentaren einfach rein, was euch gefallen oder nicht gefallen hat. Das hilft mir natürlich weiter für die weitere Erstellung meiner Videos. Werden auf jeden Fall noch einige kommen, auch hier vom See, weil jetzt beginnt eigentlich die geilste Zeit für die Landschaftsfotografie, weil immer weniger Boote auf dem See sind. Die werden im Winter nach und nach reingeholt und ohne Boote gibt es Langzeitbelichtungen und die mag ich ja so sehr. So, jetzt sage ich noch ciao. Goodbye, euer Sigi und bis zum nächsten Video. Bam!